Uno momento, por favor. Exactamente, nämlich... Ich bin immer zu... Mein Fehler. Sorry, sorry. Ah, wenigstens ist hier noch... Apropos... Erstmal mal, so. Just in case, nicht, dass wir dann nochmal runterfallen, dann sind wir down. Ah, there we go. We did it, Leute. Wir haben's. Leg mal Äpfel auf die Druckplatte. Kletterkopftuch. Sieht zwar aus wie ein Kopftuch, aber darin verborgen... Nochmal von vorn. Kletterkopftuch. Sieht zwar aus wie ein Kopftuch, aber darin verborgene uralte Technologie stärkt das Balancegefühl des Trägers und verbessert so seine Fähigkeiten beim Klettern. Auf einmal gelesen. Cool. Das setzen wir gleich auf, oder? Wir haben eh noch nichts. Zack. So, komme ich jetzt... Komme ich da jetzt rüber? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wo bin ich jetzt? Da bin ich. Okay, ich glaube, ich muss wieder rüber und... Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen dumm. Ich glaube... Ich... Das geht wirklich, kannst du dir merken fürs nächste Mal. Ach so! Ja, krass. Okay, das war... Okay. Riskieren wir's? Ne, wir riskieren da gar nichts, Leute. Wir riskieren da gar nichts. So. So, wir springen jetzt auf die Plattform. Wenn sie wieder da ist. Ich hoffe, ich schaff's. Steff, du bist so ein Programmer. Pro-Gamer. Dankeschön. Ich gebe mir auch alle Mühe. Hi. Aber das mit den Äpfeln ist gut. Danke, danke, Kurt. Dankeschön. Gar nicht so. Seite. Brauchen wir nicht mehr. Zack, wir haben es geschafft, Freunde. Untersuchen. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Die sitzen echt alle anders da. Ich stehe auf so Kleinigkeiten in Spielen. Auf so Details. Zeichen der Bewährung! Let's go, jetzt haben wir schon wieder zwei... Oh, jetzt habe ich sie vorgelesen. Entschuldigung, mein Fehler. Sollen wir das generell einfach jetzt skippen oder sollen wir das immer da lassen? Weil wir könnten es theoretisch auch skippen, weil es ist immer dasselbe, was gesagt wird. Also wir können es auch gern skippen, wenn ihr wollt. Außer ihr wollt, dass ich die ganze Zeit das synchronisiere. So. Skippe alles zwischen dem Looten und unnützer Inhalt. Okay, warte mal, was ist das? Diese magnetisch. Können wir da was machen? Huch, da schwimmt was. Ist da irgendwas Cooles? Mein Riecher, Leute. Mein Riecher. Mein Riecher ist da. Bernstein. Let's go. Ganz kurz. Ich muss mal kurz die Waffe wieder wechseln. Soldatenschwert. So. Wir müssen eigentlich... Wo müssen wir eigentlich hin? Ursprünglich. Wir müssen da lang. Dann würde ich sagen, machen wir den leichten, aber feinen Umweg. Wir waren auch noch nicht hier. Wir waren noch nicht hier. Aber das machen wir später. Das machen wir später. Wir... Gehen jetzt erstmal den Weg hier runter, erkunden hier alles und dann gehen wir in die Berge. Ist ein Plan? Danke. Finde ich auch.
Ich gehe sogar in die richtige Richtung. Hey, da ist einer. Hallo. Wer bist du denn? Was bist du denn? Kann ich dich auch mal treffen? Oh, jetzt habe ich dich getroffen. Jetzt ist mein Bogen kaputt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut! Oh. Okay, die sind machbar, die sind machbar. Oh nein, mein Soldatenschwert. No's. So, was habe ich... Exalfos-Horn. Habe ich es richtig gesagt? Exalfos? Ich schätze schon. Bisoldo, grüß dich. Danke für 5 Bits. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Grüß dich. Exalfos-Horn. Das gewundene Horn eines Exalfos. Es ist zu hart zum Kochen, eignet sich allerdings hervorragend als Medizinzutat. Auch in Läden ist es eine gefragte Handelsware. Okay, okay, okay. Da war doch noch was. Schade. Ich dachte, der hat noch was gedroppt. Aber der hat was anderes gedroppt, oder? Ja. Seht ihr das? War haarscharf am Kopf vorbei. Exalfos-Sporen. Der Sporen von Ellbogen, vom Ellbogen eines Exalfos, kann zusammen mit Insekten zur Medizin verarbeitet werden. Er soll auch noch weitere Verwendungsmöglichkeiten haben. So, wer schießt denn da? Bist du das? Das ist er! Kommst du? Ich glaube, es hackt. So. Wir gehen jetzt hier weiter. Eigentlich müssten wir nach oben. Also hier nach oben, da bei dem Weg, da waren wir noch nicht. Machen wir dann auch später, wenn wir wieder zurückgehen. In der Richtung ist ein Schrein. Ein Schrein. Falls jemand Cold Mirror kennt, ich wäre jetzt übelst happy, wenn es einer schreiben könnte, aus was das kommt. Ein Schwein. So, ist da was? Ah, warte mal. Kann ich? Das wäre richtig krass. Oh, das tut mir jetzt gerade ein bisschen leid tatsächlich. So, und den Rest machen wir hiermit. Batz! Kennst du noch? Nee. Oh, wir haben nur noch 2 Pfeile, das ist nicht so gut. Ah, Frechdachs, ich sehe. Ah, mit. Oh! Tauschgeschäft. Solche Tauschgeschäfte mag ich. Hyrule, Grüße Hogwarts. Echt jetzt? Ah, du bist ein richtiger Hyrule-Fanatiker. Kann das sein, Herr Kurt? Also ich finde das wahnsinnig sympathisch, aber ich bin übelster Harry Potter-Fanatiker. Harry Potter, Herr der Ringe, die zwei Serien, also Filmserien. Oder die zwei Universen generell. Da könnte ich... Noch ein Bumerang? Brauche ich nicht, ich hab schon einen. Ich hab doch schon einen. Gut, wir bräuchten mal wieder Pfeile langsam. Da oben ist was. Das schmeck ich. Das schmeck ich. Hatte Internetprobleme. Zoli, willkommen zurück. Alles gut. Ich bin noch da. Huch. Hä? Ach, da. Oh Gott, ich dachte schon, ich habe meinen Eisenhammer nicht mehr. So, Bernstein. Schöne Sache, schöne Sache. Ach, das ist ein Schrein. Oh, da ist auch nochmal... Das ist ein Der ist aber umzäunt. Kann ich da runterfliegen? Schaffe ich das? Wird knapp. Komm schon, Link, ich glaube an dich. Ich hoffe, dass ich in dieser Schräge wieder laufen kann. Wenn nicht, wird's richtig kritisch. Da kann ich doch bestimmt stehen, oder nicht?
Ja, versuch da mal zu stehen. Oh, das wird nix. Das wird nix. Kann ich jetzt Ausdauersachen essen? Habe ich irgendwas, was Ausdauer gibt, ohne dass ich kochen muss? Scheibenkleister. Nein, ich muss sie gekocht haben. Steff, hab gehört, in Kakariko gibt's Pfeile. Ich hoffe. Okay, aber ich glaube, ich krieg das trotzdem von hier aus hin. Let's give it a try. Ich glaube, ich schaff's auch von hier aus. Ich hoffe, ich schaff's von hier aus. Ja, hätte ich mir mal nicht die Arbeit gemacht, ne? Hätte ich mal mir nicht die Arbeit gemacht. Meine Güte. Hätte ich mir die Arbeit nicht gemacht. Ja, sorry, Freunde. Okay, nächster Schrein. Nächster Schrein. Kostet das Gleit mit dem Segel irgendwas? Also Ausdauer oder sonst was? Ja, Ausdauer. So. Dann lass doch mal da runtergehen. Willkommen zurück, Drache! Wollt ihr dir aber nichts vorwegnehmen? Das ist sehr, sehr gut, iCode. Super, es freut mich. Also wirklich, so muss es sein. Wenn ich mal Hilfe brauche oder sowas, dann frage ich schon nach. Oder wenn ihr sagt, yo, geh mal lieber auf Herzen oder auf Ausdauer, weil wegen so und so, ist es auch absolut fein. Solange nicht alles mit Caps Lock geschrieben sind. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Hayudama. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Wegweisendes Wasser. Hayudama-Schrein. Sorry für die Unterbrechung gerade, beziehungsweise ich habe jetzt gerade ein bisschen den Flow kaputt gemacht. So nur mal helfen, deswegen ist es ja ein Live-Let's Play, Freunde, was auf YouTube hochkommt. Es ist ein Live-Let's Play, da wo mir der Chat dann auch helfen kann bei Zeiten oder Tipps geben kann. Solange man nicht, was ich wirklich hasse, ist wie in Caps Lock schreiben, geh da und da hin und Ding, ich habe schon 8-mal geschrieben. Ich überlese auch Dinge, weil ich spiele gerade. Oh Gott, das wird wieder. Sabrina, grüß dich, schön, dass du da bist. Das wird wieder so Rätsel-Spaß. So, das muss doch runter. Ah, warte mal. Easy, Freunde, easy. No problem. Mach mal so. Alter, was für eine Reichweite hatten das? Okay, der muss ein bisschen. So. Okay, warte. So. Und. So. Just in time! Dieses Spiel ist so gut! Springt doch endlich in den Abgrund! Genau sowas meine ich. Geht gar nicht. So, aber ich habe noch keine Truhe gemacht. Truhen werden alle mitgenommen, Freunde. Ist mir egal. Truhen werden alle. Wow, hat das lange gedauert. Gott sei Dank war das Kappa dahinter, Herr Makolja. Rechtachs. Okay, das ist ein bisschen madig gerade. Ne, es geht. Super. Smokey, grüß dich. Schön, dass du da bist. Truhe. Violette Rubin. Nice. Und er hat ihn schon wieder gegessen. Warum auch immer. Er hat doch 120. Die Capture-Card ist schon drin, Freunde. Die Capture-Card ist schon drin. Super. Achso, ich muss ja da runter. Mama Badass. Ich hätte so gelacht, wenn ich es verkackt hätte. Ja, sonst war ja nichts, ne? So, dann gehen wir jetzt hier lang. Untersuchen. Also skippen wir das jetzt oder nicht? Du hast meine Prüfung
gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Nice. Nur noch eins, Freunde, da können wir uns gleich wieder was holen. Das machen wir. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Sorry, ich muss in der Rolle bleiben. Nur noch ein Zeichen der Bewährung und wir können uns ein Herz. Ich glaube, wir gehen dann erstmal auch für Herz ein bisschen. Wir machen abwechselnd am Anfang, bis wir. Ich habe einen Plan, Freunde. Wir machen das so. Ich habe einen Plan. Wir machen das jetzt immer abwechselnd, bis ich eine zweite Ausdauerreihe habe. Und dann gehen wir erstmal nur auf Herzen. Big Brain Move. Ach, jetzt sind auch die Stacheln weg. Oh, huch, cool. Ist ein Pferdekopf und Drachenkopf. Ah, ne, ist ein Pferdekopf. So. Hier ist aber nichts mehr, dann gehen wir erstmal dahin, würde ich sagen. Oh! Huhu! Ja! Hallo, ich kann mich nicht erinnern, Sie schon mal getroffen zu haben. Freut mich. Ich bin Terry und dieser Rucksack in Käferform ist mein Markenzeichen. Ist ein Käfer? Ah, tatsächlich. Wow. Auch in gefährlichen Zeiten wie diesen bin ich stets im Dienste meiner Kunden unterwegs. Ich biete besondere Insekten und Ausrüstung für Reisende an, zu tollen Preisen. Und sollten Sie selbst etwas zu verkaufen haben, bin ich ebenfalls für Sie da. Wir machen gleich Geld, Freunde. Für Edelsteine und dergleichen mache ich Ihnen einen guten Preis, also immer her damit. Wie kann ich Ihnen also heute behilflich sein? Was hast denn du zum Kaufen? Ich bin sicher, dass ich auch für Sie etwas im Angebot habe. Bitte sehen Sie sich um. Alles kaufen. So, und jetzt hat er noch 20 mal 6... Wir verkaufen erstmal die ganzen Rubine und so weiter. Kann ich die Rubine und so weiter ohne irgendwelche Probleme verkaufen oder ist es eher meh? Ein wertvoller Edelstein, der in Hyrule gefunden wurde. Aufgrund seiner Farbe wird ihm nachgesagt, die Kraft des Feuers zu enthalten. Er zieht sehr hohe Preise. Brauche ich den für irgendwas? Oder kann ich die alle einfach verkaufen? Ich glaube, ich kann die verkaufen, ne? Pakton, grüß dich! Schön, dass du da bist. Willkommen im Stream. Ich glaube, ich kann die verkaufen, oder? Ja, kannst du verkaufen. Hast du es mal gespielt, Kolja? Crystal verkaufen ist moralisch leicht verwerflich. Ich feiere dich so hart, Stevie. Remut, grüß dich! Ja, okay. Gut, dann verkaufe ich mal. Alles verkaufen. Bernstein mal 16, das ist ihr ganzer Vorrat, dafür zahle ich 480 Rubine! Ja, gleich. Ich kaufe mir alles. Gut, dann verkaufen wir die auch noch. 200 sie pro Stück? Ja, ja. Was? Verkauf doch nicht die Bernsteine? Jetzt hast du mich fast rumgekriegt, Eikot. Holy shit, mir ist kurz das Herz in die Hose gerutscht, da bin ich ehrlich. Aber ich hab doch noch... Oh ja! Ich hab doch noch... Die Opale! Alles verkaufen, wie viel krieg ich? Wow. Ich bin reich! Ich bin reich! Verkaufen Sie mir etwas, irgendwas! Okay, ich gebe mir Mühe. Ich hätte sortieren müssen. Ich hätte mal mein Inventar. Kann man das sortieren? Ich glaube ja, ne? Aber sonst habe ich nichts mehr. Das war Feuerstein, den behalt mal. Feuerstein behalt mal. Der ist auch nicht viel wert. Den, glaube ich, brauche ich noch für Feueranzünden etc. Eventuell. Und Steinsalz kann man fürs Kochen hernehmen. Den verkaufen wir auch nicht. Das auch nicht. Und die Monstersachen verkaufen wir auch nicht, weil dafür können wir Medikamente machen. Beziehungsweise Arznei. Gut, dann holen wir uns die restlichen Pfeile. So. Alles kaufen. Ja, ja.
120 hier, mach 121, der Rest ist für dich.